Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind noch bei unserem Übernachtungsplatz. Da sind wir noch in den letzten Vorbereitungen. Hier wird noch geschmiert. Die zwei sind natürlich schon fertig. Wie könnte es anders sein? Genau, wir sind um 4 Uhr aufgestanden. Waren im Stall, gell? Sind im Stall gegangen. Die Milch geholt für einen besseren Kaffee. Und ja, warten jetzt seit 3 Stunden. Ja, ja. Das Problem ist, die klopfen immer erst, wenn sie schon fertig sind, glaube ich zumindest. Ja, ausschauen tut es hier echt mega. Echt nett, hat was. In der Früh hat man gleich Karibik-Feeling. Und wo geht's jetzt hin? Heute geht's ins Val Res, ja, bis ans Ende. Und über den Sattel nach Slowenien. Und dann von Slowenien wieder zurück über den Sattel nach Italien. Also Double Trouble Sattel. Wäre eine coole Geschichte, dann hoffe ich. Wetter ist perfekt. Also perfekter geht's nicht. Und endlich haben wir Plus-Temperaturen. Ja, dann schauen wir, dass wir loskommen. Ja, ja, dass er auch fertig ist. Ist dann wieder gescheit. Wetter passt schon mal. Und der Martin übt schon für Italien. Aber morgen geht's nach Slowenien, habe ich gehört. Weit sind wir noch nicht gekommen, aber wir planen schon die Badeplätze für nach der Runde. Jetzt wird mal fleißig geschaut. What? Und Fotografie. Der große Vorteil, wenn wir alle zusammen unterwegs sind, dass immer fotografiert wird, ja, und es dann auch mehr Standbilder gibt. Ja. Der Panorama ist echt schon mega, aber ihr seht, wie viel Dunst da ist, weil der Berg ist komplett in so einem Dunstschatten drin. Das ist, weil wir so schwitzen. Ach, das ist, weil wir so schwitzen. Hä, wir schwitzen doch nicht. Also, die Frauen unter uns schwitzen nicht, die Männer natürlich schon. 8:30 in Deutschland. Aha, Knoppers Pause ist aber leider erst um 9:30. Ciao. Das ist wieder Militärstraßencharakter. Unverkennbar. Das sieht jetzt mega aus. Das Bergmassiv im Hintergrund. Vor uns liegt jetzt Malga Kot. Und Kot. Kot. C-O-O-T. Die Aussicht ist sehr geil. Ich glaube, ich sehe auch schon, wo unsere Straße hinführt. Schaut gar nicht mehr so wild aus. Aber es ist auch nur Teil 1. Dann geht's runter. Aber nachher auch noch mal rauf. Ja, bei uns wird gerade Wasser nachgefüllt. Da ist noch zu viel Kraft für Blödsinn. Und in der ganzen Idylle ist auch noch der Traktor unterwegs. So, Standortvideo. Da vorne soll unser Gipfel sein. Man sieht da drin ein bisschen am Weg. Ja, hier ist es. Genau, ein bisschen Schnee haben wir noch. Das heißt, wir werden nicht verhitzen. Da ist schon das Kaninmassiv. Wahnsinnsgebiet. Ihre Drehs auf unserem Block Finzerbo. Und da vorne ein gewaltiges Highlight. Da ist Busti Ghost. Das ist ganz vorne. Einer von den schönsten Drehs da unten. Und wenn es den fährt, da habt ihr Adlergarantie. Wir müssen aufpassen, dass die Greifvogel nicht anziehen vom Radl, also kann ich aus und mitnehmen. Sondern oben zugehören bei der Alm, die ist auch sehr gut zum Zugehören. Da wird schon wieder hier aus, ne? Dann seht ihr, was da noch Schnee im Hintergrund liegt. Aber echt krass viel noch für Juni. Hier war heuer auch Schneerekord mit 5 Metern. Immer noch. Wie ihr seht, ist es echt noch krass viel Schnee. Da müssen riesige Lawinen runtergegangen sein im Winter. Und so heißt es für uns jetzt, Schneekegel hochqueren. Hilft alles nichts. An sich ist Sommer, aber am Boden ist noch Winter. Ah, nicht ganz. Schau lieber, dass du durch den Baum durchkommst. Oh nein! Shit. So, jetzt muss es dazu. Ah! Oh, Scheiße. Ah. Nico trägt das Radl wie so eine Shopping-Bag. Ja, heute haben wir ein ganzes Händel dabei, jetzt rennt er mir davon. Wer hat ein ganzes gekauft? Du, aber wir haben mein halbes gestern schon gegessen. Bitte? Jetzt geht's echt ganz schön steil rauf, aber wir denken, es ist nicht mehr weit. Die letzten Meter zum Gipfel. Juhu, oben sind wir. Die sind schon wieder oben ohne. Unglaublich.
trocken schon wieder. Wir haben alles auftrocknet dabei. Perfekt. Naja, teilweise sage ich mal. So, erzähl was zu den Bergen. Ja, hinter dir. Fangen wir draußen an, oder? Da ist Valresia, der Eingang voll Valresia mit Resiuta. Dann Amariana, vorne draußen in Dolmetsch, das ist der weitest draußen. Dann geht es euch bei Moccio Udinese, unsere ganzen, was wir gemacht haben. Ja, da vorne Bus die Ghost. Und der, was jetzt im Nebel steckt, der Kollege mit der Krone, Kanin-Ausläufer. Wahnsinns Gebirge, aber im Sommer mit Gewitter ein bisschen zum Aufpassen. Mit der schneller gar, die Wicke. Ah, die hätte ich auch. Genau. Ja, und da wäre es jetzt interessant da hinten. Also da draußen ist der Krn, genau bei Dolmin Kobarit unten. Da schaut ein bisschen was aus. Vielleicht machen wir den morgen, oder? Vielleicht hier jetzt. Das Problem ist halt, die Zeit, was jetzt ist, ein bisschen gefährlich, wenn es Schnee hat und Gewitterstimmung. Ah, ja, klar. Weil die Kombination ist 60 in die hohen Berg. Ist eigentlich total scheiße, da kannst du gleich mal wettern und wir sind auf so Mittelgebirgslagen, ist perfekt. Denken Sie, die Petra ganz gut mit, an denen ist der Stoll und da vorne draußen ist der Matajur. Stoll Süd, die Auffahrt von der Slowenienseite. Okay, im Sommer auf Meidetis. Ganz draußen ist der Matajur, Schicksalsberg der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Und dann haben wir jetzt auch gemacht mit einem langen Trail. Und da hinten waren wir letzten Sonntag, Sella Chris, Wahnsinnsberg, und da vorne ist der Kurnan bei Venzone. Haben wir auch schon gemacht, Enduro-lastig. Ja, und da war eigentlich das Selakanitzer mit Ocea, aber es ist ja nicht möglich, derzeit mit dem Auto da hinzufahren. Ja, und jetzt sind wir wieder am Umdraht, oder? So, heute haben wir mal feudal aufgetischt mit Händel. Ein bayerisches Händel von der Wiesn haben wir es mitgenommen. Oh je, dann ist nur 1,5 Jahre alt. Naja. Schmeckt einfach gut. Na, dann passt sie. Läuft. Ja, jetzt brauchen wir dann bald mal wieder Wiesen, damit wir wieder Händelvorrat schaffen können. Dann begann auch schon die Abfahrt und die ging oben erstmal den Kamm entlang. Ein ganz schönes Stück übrigens, und wie ihr seht, war das gar nicht so ohne. Es war zwar jetzt nicht ultra absturzgefährlich oder ähnliches, aber es waren einfach große Löcher da und so größere Steine, Felsbrocken ist vielleicht übertrieben. Aber auf jeden Fall eben genau solche Abstände, dass man echt ordentlich aufpassen musste, dass man nicht einfach mit dem Vorderrad hängen bleibt und dann vorne übergibt. Das sind nämlich diese typischen Stürze, würde ich mal sagen. Da kann man gar nicht so viel dafür, man muss sich halt ordentlich konzentrieren. Aber wenn man dann mal eine Sekunde nicht aufpasst, kann das natürlich trotzdem jederzeit passieren, dass es einen vorne überklappt. Und das will man ja auf jeden Fall verhindern. Ja, übrigens, ist der Ton besser? Könnt ihr dazu schon was sagen? Ich bin diesmal zum ersten Mal mit Mikrofon am Laptop angestöpselt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr knackt beim Anhören über ein gutes Soundsystem. Falls doch, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens Bescheid, weil dann lohnt sich diese Anschaffung hier definitiv nicht. Ansonsten schaut es bei mir jetzt aus wie im Studio, zumindest für mein Verständnis. Und ja, ich bin begeistert. Nee, ich bin gespannt, was man so hören wird. Sagen wir es so. Ja, verzeiht mir das. Wir kommen jetzt gerade vom Friaul zurück. Und natürlich ist das Erste, was man da machen will, nicht Wäsche waschen, sondern erstmal Video anschauen. Und vor allem, jetzt wo das Mikrofon da war, wollte ich unbedingt testen, wie das so ist. Ja, wie ihr seht, diesmal waren wir zu viert unterwegs. Das habt ihr natürlich schon das ganze Video über gesehen. Aber wir versuchen auch, die Abfahrt natürlich bunt zu mischen. Schreibt uns auch dazu unbedingt in die Kommentare, wie euch das gefällt. Ist das gut für euch? Würdet ihr es euch noch bunter gemischt wünschen? Oder ist euch lieber, wenn es ein bisschen getrennter abläuft? Ja, wir haben selber noch nicht so viel Erfahrung damit, aber versuchen eben, das Bestmögliche für euch und natürlich für uns, für die Erinnerung, rauszuholen. Jetzt habe ich mir selber schon mal angehört, was ich so ins Mikrofon erzählt habe, und ich finde tatsächlich, es klingt besser, aber schreibt mir eben echt unbedingt nochmal dazu, wie das auf dem guten System klingt. Ich höre das immer nur über den Laptop an und für mich reicht das auch. Nico schimpft schon immer über mein Auto, wie schlecht da das Soundsystem ist. Für mich reicht es aber auch, muss ich gestehen. Deswegen habe ich da vielleicht einfach nicht diesen Anspruch. Kommen wir zurück zum Trail. Ja, wie ihr seht, war der teilweise echt eng, ein bisschen verblockt, dann auch wieder flowig zwischendrin. Also der hat auch wirklich wieder alles zu bieten gehabt. Von schwierig bis einfach. Und ich kann euch natürlich nicht sagen, wie es zum Hochkommen gewesen wäre ohne den Schnee. Aber mit dem Schnee haben wir definitiv deutlich länger gebraucht, als wir eigentlich dachten. Wo wir euch erzählt haben, da bei der Wasserstelle, wo wir nochmal aufgefüllt haben. Ja, noch so 400 bis 500 Höhenmeter, wahrscheinlich noch so eine gute Stunde. Danach haben wir, glaube ich, noch 2 oder vielleicht sogar 2,5 gebraucht. Weil es einfach über diese Schneefelder
echt schwierig zu gehen war, man voll gut aufpassen musste. Jeder ist irgendwie mal ein bisschen versunken, eingebrochen und klar, dann lieber ein bisschen langsamer gehen, als dass noch irgendjemand schwerer abrutscht und das Radl verliert oder ähnliches. Aber wir haben ja alles gut gemeistert und deswegen seht ihr jetzt auch die Abfahrt von uns. Ich finde es am coolsten, ehrlich gesagt, wenn wir alle vier drauf sind. Aber das war gar nicht so leicht zu meistern, weil doch jeder so ein bisschen einen anderen Stil hat. Und dementsprechend, ja, sind wir da echt noch ein bisschen am Überlegen, wie wir das am besten machen. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall von allem was mitbekommen und können euch dementsprechend ganz viel zeigen. Hier, da war dann wieder so eine ewig lange Querfahrt drin. Also man hat wirklich quasi den ganzen Kamm abgequert, ein Teil eben oben. Dann ging es erstmal ein Stückchen über Spitzkehren runter, die habt ihr schon gesehen. Und dann ist man weiter gequert, den Berg entlang. Und hatte aber trotzdem immer mal wieder so ein paar steilere Downhill-Passagen drin. Also wirklich eigentlich mega Trail. Und ja, hier die Passage, die hat dann Vicky mit der Kamera hinten unterm Sattel gefilmt. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Da bin ich am Überlegen, ob der Reifen zu viel drauf ist oder das cool aussieht. Aber ja, also ich finde, je mehr Perspektiven man einfach bieten kann, desto cooler. Aber auch dazu, also wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Kommentar und sind da immer noch schwer am Verbessern, ob das dann zu unruhig wird für euch oder ob ihr das auch eher unterstützt, wenn da mehr Wechsel drin ist. Dann auf einmal ziemlich einfach und flowig und gerade nach so technischen Stellen oder eben einfach Passagen, wo man gut aufpassen muss, feiert man sowas immer total. Deswegen hat die Vicky wirklich ein paar Mal gesagt, oh, super, super, jetzt ist der Trail gut. Und ja, das haben wir dann wirklich total gefeiert und einfach so ein bisschen durchgerauscht, was eben das Radl so hergegeben hat. Natürlich immer mit dem Ding, dass wir ja nicht im Bikepark sind, in freier Natur, also jederzeit bremsen können. Und natürlich auch wissen, dass Rettung nicht sofort da ist. Dementsprechend fährt man ja nie Vollgas und mit 100%.
100% Risiko, aber eben natürlich trotzdem dann einfach ein bisschen freier, als wenn man weiß, dass jederzeit zum Abstürzen ist und dass man eben jederzeit irgendwo hängen bleiben kann. Also von dem her, ja, das feiern wir dann schon immer sehr und gerade diese Kontraste lieben wir auch sehr, wenn es zuerst eher schwierig ist und dann aber mal ein leichteres Stück dazwischen kommt. Und hier dann auch ein Stückchen weiter unten ging es dann eben wieder in den Laubwald rein und da liegt im Moment ja noch unglaublich viel Laub und es war aber super schön trocken, sodass es einfach die ganze Zeit toll geraschelt hat und richtig viel Spaß bereitet hat. Mal wieder alle zu viert drauf. Das feiere ich ja persönlich am allermeisten, wenn wir einfach im Rudel fahren. Aber wie gesagt, wir sind natürlich alle etwas unterschiedlich, auch von dem her, was uns liegt, wo wir fahren wollen, an welcher Position. Vicky und ich, traue ich mich behaupten, wir fahren auch gerne mal hinterher. Unsere Männer fahren aber auch gerne voraus und das ist ja auch gut so. Und dementsprechend, ja, wir finden uns noch ein bisschen ein. Aber also ich finde, fürs erste Mal wirklich so richtig zusammen und Kamera hat es richtig gut funktioniert. Ich bin absolut begeistert und würde mich einfach freuen, von euch zu hören, wie ihr das bisher so findet, was ihr eben davon haltet. Und auch gerade im Hinblick auf die weiteren Videos, wir lernen noch viel dazu. Ich würde behaupten, wir sind echt besser geworden in letzter Zeit, auch gerade was das ganze Equipment angeht. Dazu mache ich auch gerne mal ein Video, wenn euch das interessiert. Stellt mir doch dazu auch super gerne Fragen, auf die ich dann eingehen könnte. Und was ich auch auf jeden Fall fix auf dem Plan habe, ist, dass wir mal live gehen. Das hatte ich eigentlich schon auf so einem coolen Gipfel eben hier im Friaul vor. Und ausgerechnet da war natürlich super schlechtes Internet. Kurz drunter war es noch super mit LTE und oben war dann quasi nichts mehr. Fragt mich nicht warum, da war nichts mehr davor. Aber gut, die Wege des Internets sind unergründlich und irgendwann werden wir das schon auch noch hinkriegen. Hier die Perspektive finde ich übrigens auch wieder richtig cool. Die Hose stört zwar ein bisschen, aber von hinten sieht man einfach besser, wie steil es eigentlich dann doch wirklich manchmal ist. Im Gegensatz zu, wenn man die Kamera vorne drauf hat, da geht es manchmal so ein bisschen unter. Und diese eine Steilstufe, vor der die Vicky dann auch schnell abgebremst hat, die war einfach wirklich verdammt hoch. Das ist sich gerade so ausgegangen beim Martin. Der fährt den L-Rahmen, Nico und ich waren M und Vicky S. Also da darf man auch nicht vergessen, da kann dann hin und wieder mal schon eine Stufe dann auch ein Stückchen zu hoch sein, wo der Martin eventuell gerade so noch drüber passt. Von der super Fahrtechnik wollen wir natürlich gar nicht erst anfangen.
Unten war es dann richtig schnell wieder und da ist mir der Nico direkt abgehauen, wie ihr seht. Ui, und diese Perspektive, die feiere ich auch. Das ist mit der Insta360 Go 2. Die ist ja diese kleine Mini-Kamera und die kann ich dem Nico einfach nur so auf den Rucksack pinnen, ohne dass er das großartige Tragesystem, also halt diesen kompletten Gurt drum macht. Und daher geht es halt dann mal auf die Schnelle, wenn irgendwas gerade besonders cool ist, besonders viel Spaß macht, dann kann man das noch schnell draufpinnen. Und hier noch eine technische Passage, da kann der Martin mal wieder herzeigen, was er so drauf hat. Im Hinterrad versetzen macht ihm ja keiner von uns ein X vor ein U und das taugt ihm auch einfach Vollgas. Da kommt jetzt auch mal eine Technikserie dazu, die ist jetzt ja schon so oft gewünscht worden und endlich kommen wir dazu, die mal umzusetzen. Wir sind gerade mitten im angekündigten Gegenanstieg. Der ist aber nicht ganz so schlimm. Der ist nicht ganz so steil. Und schauen wir mal, ob das Café umgeöffnet hat. Hoffentlich. Ein schönes Kaltgetränk und ein Cappuccino, bitte. Der Cappuccino ist für mich. Nee. Jeder kann selber bestellen. Wie jetzt? Mit Aussicht aufs Café. Wird der schöne Mann schon wieder schnell. Habe ich ihn nur verarscht? Oder ist das wirklich das Kaffee? Ich hauch dich im See. Das Essen geht am schnellsten. Der Cappuccino lässt noch auf sich warten, aber es sieht schon mal mega aus. Hä? 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 Nicht, dass er wieder Bauchweh kriegt, der schöne Mann. Gut. Ja, das ist echt mega nett hier oben. Schaut mal, Nico hat mir jetzt extra das mit dem großen Mehlschaum gegeben. Mhm, ja. Mhm. Oh, jetzt aber. Er weiß schon, was passiert, wenn er das nicht macht. Nein, Spaß, so böse bin ich. Also die Kratzspuren. Mhm. Ja. Schau ich böse aus. Ein bisschen fertig vielleicht heute. Ja, was sehen wir da? Ob jetzt in den Geschmack. Panzerkuppel. Zweiten. Wenn ihr es wisst, in die Kommentare. Hm? Wer ist richtig? Wer von den drei richtig ist? Oder sind alle falsch? Hundehütte. Ja, es ist eine Hundehütte. Ja, es ist ganz schön scharf Teil. Wir sind Sella Karnitz herum. Wir haben jetzt kurz einen Kaffee noch gehabt. Wird schon langsam spät. Aber ein bisschen Sonne werden wir noch mitnehmen. Von der ganzen Sache. Einen kleinen Lost Place bauen wir noch ein. Da schicken wir Nico rein. Da muss ich es auch mal probieren, wie das ist. Der hat einen guten Helm auf, einen guten Brünn, so ein Nachtsichtbrünn ist das von Okle. Legt euch die zu, super Sache. Und ja, schauen wir, ob wir ihn wieder finden, oder? Also, kurz dranbleiben. Die falsche Seite, ja. Ich sehe schon ihre. Ohne, dass ich jetzt Bunker erfahren bin, aber... Die haben es zugeschwast. Was? Ja, das ist zu. Ja, krass, da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin, aber die sind echt zugeschwast. Dann schauen wir uns mal den anderen Eingang an, oder? Du willst ihn auch haben. Läuft schon. Läuft, ja. Also wenn du da unten was findest von Vallo Alpino, und das sind im Wald solche Türen, das sind dann die Eingangsbereiche. Aber normal sind die offen. Wir sind vor 10 Jahren eingestiegen, gell? Oder ja. So. Das ist echt cool rum. Aber das ist jetzt zu. Das ist krass. Ja. Nein, auf der Welt war es schon, jetzt 10 Jahre bist du gerade auch nicht. Ja, und so schaut das von vorne aus, tarnt eigentlich als ein Stadl. Und richtig gut gebaut, das müsst ihr denken, es ist in die 30er, 40er gebaut worden. Also echt krass. Und da war dann die Panzerabwehr gewesen und das ist genau ausgerichtet hinten auf die Straße, wo wir raufgefahren sind. Das ist krass. Geiler Lost Place, aber man kommt da nicht rein, das ist glaube ich so. Weil das auch zugeschwast ist.
Und für alle, die wissen wollen, wo wir gerade sind, Sella Kanitzer. Stimmt. Wir haben jetzt noch voll fein Abendsonne bei der Abfahrt, aber sind noch auf Trailsuche. Aber etwas sieht man noch. Ja, immerhin. Nach dem Café ging es dann natürlich noch auf die letzte Abfahrt zurück zu den Vans. Und da war dann die Trailsuche recht schnell erfolgreich, wie ihr seht. Allerdings ist der Weg halt so selten gegangen worden oder auch nicht gut gepflegt, dass man echt aufpassen musste, dass man nicht bei irgendwelchen Hölzchen oder so hängen bleibt. Das ist ja immer ein bisschen böse, wenn sich das irgendwie in den Speichen verhängt oder gar in der Schaltung. Dann kann man da auch recht schnell mal einiges kaputt machen beim Bike. Dementsprechend waren wir natürlich sehr vorsichtig unterwegs, aber es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht und zwischendrin konnte man sich auch immer mal wieder ein, zwei Kurvenlein die normale Straße gönnen. Das hat dann auch Spaß gemacht, denn echt irgendwann, wenn der Tag halt schon lang ist, dann ist es auch okay, wenn man mal ein bisschen Teer fährt, finde ich. Aber ja, den Trail wollten wir natürlich unbedingt noch ausprobieren und es hat sich auch definitiv gelohnt, den noch mitzunehmen. Aber im unteren Teil mussten wir ihn dann quasi einfach auslassen, weil ihr seht ja, da liegen immer schon so ein paar Bäume drin. Und je weiter unten wir dann waren, desto schlimmer wurde es eigentlich. Und zum Teil war der dann komplett verfallen. Aber ja, wie gesagt, Spaß gemacht hat es trotzdem. Und beim Outdoor-Sport muss man eben einfach das Gelände so nehmen, wie es ist. Und gerade nach dem Winter oder nach starken Wintern kann natürlich auch nochmal um einiges mehr kaputt sein, als man denkt. Den Track gibt es dann natürlich auch wieder für euch und dann seht ihr ja, dass wir dann noch einen kurzen Trailabschnitt gefahren sind, ganz unten nochmal raus und der war dann wieder super in Stand. Von dem her können wir euch nur empfehlen, den auch noch mit einzubauen, zumindest wenn ihr mit solchen Stufen gut bewandelt seid, weil ein bisschen eng und einigermaßen stufig war dieser Weg schon auch. Aber auf jeden Fall super, super cool. Da sind wir wieder! Stellplatz, diesmal andersrum gedreht und jetzt geht's erstmal ab in den Bar. Jetzt hocken wir wieder alle da beim Essen. Mangiare. Mega Platz hier, keiner da außer uns. Schau mal die Sonne da hinten noch. Und oh ja, yeah, da hinten hinter uns ist Sonnenuntergang. Wow. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch gleich für heute. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Martin hat noch so einiges im Petto, nehme ich mal an. Genau, wenn ihr die Tour noch fahren wollt, fleißig am Blocker verfolgen, dann findet ihr den Dreck. Tschüss. Ciao. Ciao. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ein Panoramafoto musste ich euch noch mit einspielen. Einfach viel zu schön, dieser Ort.